Herzlich willkommen im KRONE Sportstudio. Ich freue mich über den Besuch des Cheftrainers der Wiener Austria. Manfred Schmidt ist zu Gast. Hallo. Hallo, freut mich. Danke für deine Zeit. Das stimmt in diesem Fall wirklich. Das ist diesmal wirklich nicht eine Phrase, die man üblicherweise bei der Begrüßung sagt, sondern ich weiß schon, was dahinter steckt und ich weiß auch, wie lästig ich war in der Terminfindung. Also, du hast, glaube ich, eh nicht so viel mitbekommen. Der Pressechef der Austria war der Leidtragende. Genau so ist es. Also, der kriegt halt dann immer die Anrufe. War am Anfang sehr, sehr viel zu tun und deswegen ist es schwierig, Termine zu finden, aber macht natürlich immer wieder Spaß, wenn man da eingeladen wird. Vielen Dank dafür. Ja, ich danke auch. Macht es wirklich Spaß, um gleich ein bisschen gefernst nachzufragen, vor allem in einer Zeit wie dieser, die jetzt, wissen wir eh nicht, die allerangenehmste ist für einen Austria-Trainer. Ist es in so einer Rahmenbedingung nicht ein bisschen lästig, die hoffentlich in diesem Fall nicht immer gleichen Fragen beantworten zu müssen? Nein, überhaupt nicht. Also es hat sich bei mir nichts verändert. Das ist für mich mein Club, ich fühle mich wohl. Es macht mir Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Ich wusste natürlich, was auf mich zukommt. Ich kannte die Schwierigkeit der Situation im Moment, die im Verein vorherrscht. Deswegen war mir klar, dass es keine einfache Aufgabe wird, aber es ist sehr spannend und es macht riesig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Also die Frage, warum habe ich mir das angetan, hast du dir Hand aufs Herz noch gar nicht gestellt bisher? Nein, gar nicht. Also ich glaube, wer meine Interviews verfolgt hat, der weiß ja auch, was meine Aussagen waren. Ich wusste, dass es schwierig wird. Natürlich ist es enttäuschend, dass es nicht so gelaufen ist in der Conference League Quali, so wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wenn man die Meisterschaft hernimmt, dann ist es ein ganz anderes Bild. Ich sehe, dass da eine Mannschaft ist, die ihr Herz auf den Platz legt, die alles gibt, die leider glücklos agiert hat in den letzten Spielen, die Torchancen nicht verwertet hat, aber wir haben nicht effizient genug gespielt, aber das wird in den nächsten Spielen kommen, bin ich überzeugt davon. Wenn sie so weiterarbeiten, wie ich das im Training sehe, führt daran kein Weg vorbei. Eine solche Aussage, die du gerade erwähnt hast, die war natürlich sehr dankbar zu verwerten vor dem Saisonstart für uns Medienschaffende. Manfred Schmidt hat von ein, zwei Jahren gesprochen, die da womöglich kommen könnten für die Austria. Also danke erstens für diese Schlagzeile, die haben wir natürlich dankend verwertet. Die Frage nachgeschossen, hast du dir so erwartet, wie es jetzt gekommen ist, am Anfang zumindest? Ja, ihr seid ja nicht die Ersten, die danach fragen, nach dieser Schlagzeile. Ja, muss ehrlich sagen, ich wusste, dass es schwer wird. Ich kannte die Situation, ich kenne den Verein. Ich habe Zugänge zu Spielern, zu Leuten, die dort arbeiten. Ich wusste, dass das schwer ist, aber so wie ich schon gesagt habe, es ist total spannend. Es macht mir Spaß, da was zu entwickeln. Es ist irgendwo ein Neuanfang, wo wir was Neues auf die Beine stellen. Und ich wusste ja nicht, wie sich das entwickelt, weil es ist eine Veränderung da, so wie die Austria früher Fußball gespielt hat. Das ist jetzt im Moment nicht möglich. Wir wollen natürlich in die Richtung, der Fußball hat sich verändert, die Austria hat sich verändert und da möchte ich dabei sein, da möchte ich mithelfen und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg dorthin. Apropos früher, es gäbe, wenn man historische Vergleiche zieht, für euch und für die Austria jeden Grund, die Meisterfeier zu planen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Zumindest, wenn der Kollege Klöbel von der Kronenzeitung richtig recherchiert hat. Liebe Grüße an den Peter. Ja, ich denke, da geht es irgendwie um den Saisonstart, habe ich was mitbekommen. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass es bis jetzt nicht der schlechteste Saisonstart ist der Wiener Austria. Der datiert tatsächlich vom Jahr 1979 bzw. von der Saison 78-79. Damals ist die Austria nach drei Runden tatsächlich noch schlechter dagestanden und wurde Meister, wohlgemerkt mit echten Kapuzundern in der Mannschaft. Meister ist kein Thema momentan, oder? Also nein, mit dem beschäftigen wir uns nicht. Wir wollen zielstrebig weiterarbeiten, unsere Idee vom Fußball den Spielern vermitteln. Ich habe das Gefühl, das kommt immer besser an. Wir wollen flexibel agieren, was Systematik betrifft. Aber es geht ja eigentlich nie darum, was für ein System wir spielen, sondern wie wir das ausfüllen und mit welcher Leidenschaft der Fußball gespielt wird. Natürlich ist uns klar, dass wir einen Fußball spielen müssen, den die Spieler auch umsetzen können, aber auch zusätzlich sollte das ein Fußball sein, mit dem sich die Fans anfreunden können. Und das Gefühl habe ich, wenn ich sehe, wie die Fans uns unterstützen, was für Rücksprache mit den Fans immer wieder kommt und was für Kommentare kommen, dann sehe ich schon, dass die Leute genau erkennen können, was unser Ziel ist und dass die Spieler eigentlich alles versuchen. Ausgenommen, sage ich nochmal, diese Konferenzspiele waren nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Das war eine Riesenenttäuschung, aber das haben wir ganz klar aufgearbeitet und ja, das ist vergessen. Aber da war schon was Spannendes dabei, nämlich die Ausrichtung des
Trainerstils sozusagen an den Fähigkeiten der Mannschaft. Da gibt es ja zwei Philosophien, mag ich einmal sagen. Die eine, die ist ja dieser Tage sehr en vogue, nämlich man bestimmt als Club das eine generationenübergreifende Spielkonzept oder die Philosophie und die stülpt man dann über alle Mannschaften drüber und alle haben sich danach auszurichten. Widerspricht das, was du sagst, nicht genau dieser Philosophie? Also anders gefragt, wo verortest du dich in dieser Diskussion? Geht es darum, dass man die Trainingsphilosophie der Mannschaft anpasst oder umgekehrt? Ja, ich glaube, es entscheidend ist natürlich, dass man mal schaut, was habe ich an Material zur Verfügung. Ich kann etwas spielen, was die Spieler dann nicht umsetzen können. Wenn ich die Spieler in eine gewisse Situation reinzwinge, die sie dann nicht lösen können, dann ist das sehr fragwürdig. Ich bin eigentlich bei beiden Ansätzen zu finden. Ich bin jemand, der sagt, okay, es gibt eine klare Spielphilosophie, eine klare Spielidee, die man über einen Verein drüber stülpt, siehe Salzburg, das kann ja auch funktionieren. Aber da muss ich auch die finanziellen Mittel dazu haben, da muss ich die Möglichkeiten haben, da muss ich das Spielermaterial dazu haben. Und ich sage nicht, dass wir schlechte Spieler haben. Wir haben gute Spieler, sehr, sehr gute Spieler, junge Spieler, die sich noch entwickeln werden, die auf dem Schritt dorthin sind. Aber das dauert halt seine Zeit. Und jetzt muss ich irgendwo die Spieler unterstützen am Platz, sei es mit dem System, sei es mit der Ausrichtung. Das hat man im letzten Wochenende wieder gesehen. Ich glaube, dass das eine Systematik war, die den Spielern richtig gut geholfen hat. Deswegen haben wir das auch gewählt und hat gut funktioniert. Leider hat es nicht zu einem Punktegewinn geklappt, aber grundsätzlich ist es schon so, dass man sich nach seinen Spielern richten muss. Manfred Schmidt spricht natürlich das 0:1 in Salzburg an, das durchaus unglücklich zustande gekommen ist. Du hast danach gemeint, du seist mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden gewesen. Angeblich darf man als Trainer nie zufrieden sein. Stimmt das? Also, ja, man muss einmal die Voraussetzungen hernehmen. Also wenn man schaut, was erwartet wurde im Vorfeld dieses Spieles, wenn man die Kommentare erlebt hat, auch von den einem oder anderen Experten, dann war es ja klar, dass Salzburg über uns drüber fährt, dass wir dort überhaupt keine Chance haben. Aber man hat auch gesehen, wie sich die Mannschaft präsentiert hat, dass da schon einiges möglich gewesen wäre. Natürlich war der Sieg absolut verdient für Salzburg, aber die Mannschaft hat vieles davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ein, zwei richtig gute Tormöglichkeiten gehabt und wenn uns da was gelingt, wäre vielleicht sogar mehr möglich gewesen. Also das war schon richtig gut, was die Mannschaft geboten hat, wobei ich natürlich nicht zufrieden bin mit dem Ergebnis und dass wir nichts mitgenommen haben. Aber es war schon eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Aber inwiefern kann man wirklich darauf aufbauen, zumal jetzt ein Gegner kommt, mit dem es wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel wird, nämlich die Klagenfurter Austria? Ja, na klar wird die Ausrichtung nicht dieselbe sein, das ist ganz normal. Es kommt natürlich ein sehr unangenehmer Gegner mit Klagenfurt und mit einem Trainer, den ich sehr gut kenne. Aber es geht ja auch darum, wie man das ganze System dann ausfüllt, wie man das spielt. Und das habe ich ja gemeint. Es geht nicht darum, welches System oder was für ein System man spielt, sondern wie spielt man dann in der jeweiligen Situation, wie spielt man gegen den jeweiligen Gegner. Und wenn man diese Leidenschaft, dieses Herz, das die Mannschaft da gezeigt hat in Salzburg, weiterbringen können, Woche für Woche, dann bin ich überzeugt, dass das besser wird. Ich mag gerne den Trainer aufgreifen, den du mir da per Steilpass hingehaut hast, sozusagen, nämlich den Cheftrainer der Klagenfurter Austria, Peter Packhult. Den kennt Manfred Schmidt noch als Mitspieler. Ihr habt eine Saison gemeinsam bei der Austria gespielt. Mir fallen vor allem zwei Ereignisse ein, die ihr gemeinsam bestritten und erobert habt, sozusagen einen 4:1 Derby-Sieg. Da hat Packhult, glaube ich, als Torschütze geglänzt. Und dann natürlich den Triumph in der Wiener Stadthalle, der damals ja auch noch sehr viel wert war, 1996. Ich nehme an das Finale hat Manfred Schmidt ganz spezielle Erinnerungen, oder? Natürlich, kann mich sehr gut daran erinnern. 1:0 gewonnen im Finale, Torschütze Manfred Schmidt. Allzu viele Tore habe ich nicht gemacht, weil ich... Aber immer, dann die Entscheidenden. Ja, die Entscheidenden waren wichtig. Und es war schon ein Tor, das mich über viele Monate, Wochen begleitet hat. Wo immer du hingekommen bist, hat das dann gezeigt, dass das schon einen gewissen Stellenwert auch hatte, dieses Wiener Stadthallenturnier. Was muss man über den damals ja, ich hoffe, ich trete ihm nicht zu nahe, weil man weiß, dass Peter Packhult sehr genau aufpasst, was über ihn gesagt wird. Also versuche ich mich jetzt möglichst diplomatisch aus der Affäre zu ziehen. Über den damals doch schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Mitspieler Peter Packhult wissen. Nein, er war ein sehr angenehmer Mitspieler, war immer sehr bemüht, hat sich mit jungen Spielern befasst, war sehr, sehr ehrgeizig, hat sie immer versucht einzubringen. Menschlich top und fußballisch braucht man nicht reden, dass er eine gewisse Qualität gehabt hat.
Und ich bin auch glücklich, dass ich ihm einen Titel bescheren konnte in der Stadthalle. Er ist damals, glaube ich, Torschützenkönig geworden. Ja, ich glaube schon, ja. Das ist der Ordnung halber auch gesagt. Ja, sonst gibt es gleich den nächsten Drohanruf. Hat einen großen Anteil an unserem Sieg gehabt. So, vom in die Jahre gekommenen Peter Pakul zu einem, der noch gar nicht in die Jahre gekommen ist, aber womöglich ein großer Hoffnungsträger in Violett sein kann oder werden wird. Die Rede ist von Noah Ohio. Der wird, Manfred, also ich erwarte mir jetzt nicht, dass du die Startaufstellung nennst, aber der wird wie wahrscheinlich am Wochenende schon spielen, zumindest partiell oder temporär. Ja, wird man schauen müssen. Wir sind gerade am Planen, wie wir das Spiel angehen. Wir werden eine Ausrichtung suchen, wo wir eine Möglichkeit finden, dieses Spiel zu gewinnen. Wird sich dann entscheiden in den nächsten Tagen, wie die Trainings aussehen. Ich werde nach Trainingsleistung entscheiden. Aber der Junge hat natürlich ein Riesenpotenzial, extreme Geschwindigkeit. Aber er ist relativ kurz beim Verein und muss man schauen, wie weit er dann wirklich schon ist. Wie gut ist er? Was kann man von ihm erwarten? Kann er auch der viel zitierte Wimmer-Ersatz werden? Wimmer-Ersatz würde ich nicht sagen. Er spielt auch eine andere Position. Ist ein klassischer Mittelstürmer, kann auch auf den Außenbahnen spielen, aber hat unglaubliches Tempo, sehr, sehr zielstrebig vor dem Tor. Aber wie gesagt, man muss ihm auch noch Zeit geben. Apropos Zeit, jetzt ist ja die Parole, die auch schon vor Saisonbeginn von allen Verantwortlichen der Wiener Austria immer ausgegeben wurde. Liebe Leute, ein bisschen Geduld, ein bisschen Zeit und ich glaube, auch jeder Austria-Fan versteht das. Aber muss man den Austria-Fans nicht auch irgendwann einmal eine Perspektive geben und sagen, ja, liebe Fans, ab jetzt dürft ihr uns auch an Punkten und an Ergebnissen messen? Also meine Aussagen sind bekannt dazu. Also wir müssen Geduld haben. Es ist quasi ein Neustart. Es gibt den einen oder anderen neuen Spieler. Es hat sich viel getan im Club. Wir sind lange noch nicht fertig. Es gibt viele Abläufe zu verbessern. Es gibt viele Dinge, wo wir wirklich noch entwickelbar sind und deswegen, ich kann keinen Zeitraum nennen, am liebsten wäre es mir am Sonntag, wenn es beginnen würde, aber versprechen kann ich leider nichts. Was ich versprechen kann, ist, dass die Mannschaft so abliefern wird wie in den letzten beiden Spielen, vom Einsatz, vom Willen her, das kann ich versprechen und das werde ich auch einfordern. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich dich mit der nächsten Frage ein bisschen nerve oder langweile, aber ich muss sie heute stellen, weil man jetzt kommen wir wieder auf die Fans zu sprechen, weil ich im Vorfeld oder in der Vorbereitung auf dieses Interview eine nicht wissenschaftliche und nicht repräsentative Umfrage gestartet habe, das gebe ich schon zu, aber ich habe mir unter ein paar Austria-Fans umgehört, was sie denn womöglich vom Cheftrainer wissen wollten und es kam eigentlich immer als zumindest zweite, wenn ich das erste frage, dann wie schaut es denn aus mit Verstärkungen und mit Neuverpflichtungen? Also die Frage gebe ich hiermit gerne weiter. Ganz klar, dass das kommt. Also als Trainer wünscht man sich natürlich auch immer Verstärkungen und Verbesserungen. Klar, wir müssen uns im Rahmen der Möglichkeiten bewegen. Große Sprünge wird es nicht mehr geben. Optimal wären vielleicht ein, zwei Verstärkungen noch. Aber so wie ich auch schon gesagt habe, ich bin absolut zufrieden mit den Jungs. Die werden sich entwickeln, die brauchen Geduld. Aber ja klar, im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir den Transfermarkt beobachten und danach auch reagieren. Wir werden es auch beobachten, natürlich darüber berichten. Du hast es ja, wie du richtig erwähnt, natürlich mit sehr vielen jungen Spielern zu tun. Ich kann nicht alle aufzählen, Ivkic, Jukic, DeMarco Ohio natürlich, Martel, Fitzhandel sind auch noch nicht alt, wie sie alle heißen. Und Manfred Schmidt sagt wahrscheinlich auch zu Recht, man darf, auch wenn es schlecht läuft, nicht auf die Burschen draufhauen. Aber ab wann muss man denn den Burschen dann doch ein bisschen in den Allerwertesten treten oder vielleicht dann im Training doch auch einmal die Peitsche knallen lassen? Das ist schon eine Geschichte, die wir genau beobachten. Es ist auch richtig, wie du sagst, es ist von Spieler zu Spieler verschieden, wie sie auftreten. Wir werden das beobachten, was im Training passiert, wie sich ein Spieler verhält. Es gibt immer wieder Gespräche, wir sind sehr viel im Austausch. Aber das Schwierigste dabei ist, diese Spieler zu entwickeln. Wem nimmst du in Kader mit, wem lässt du von Beginn an spielen? Jetzt gibt es Spieler, die schon seit zwei, drei Wochen auf der Ersatzbank sitzen, nicht zu spielen kommen. Also diese Spieler dann wieder zu den Young Violets zu geben, damit sie mal 90 Minuten haben oder längere Einsätze haben, mit Videoanalysen die weiterzubringen. Also ist schon sehr, sehr wichtig und ab und zu muss man halt natürlich deutlicher werden, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass sie alle mitziehen und bin überzeugt, dass da der eine oder andere seinen Weg machen wird. Wie kommunizierst du denn, wenn wir auf deinen Führungsstil ein bisschen zu sprechen kommen, den Spielern oder Mitspielern, dass sie jetzt eben nicht von Beginn an spielen werden? Tust du das überhaupt? Weil es gibt ja auch Trainer, die Philosophie vertreten, ich muss niemandem erklären, warum er spielt oder warum nicht spielt. Ich bin heute der Meinung, dass das für heute die beste Startelf ist. Gehst du trotzdem auf die Burschen zu und sagst, deswegen wird es heute nichts? Ich mache das sehr oft. Aber es ist nicht die Regel, dass ich sage, ich muss mir jedes Mal erklären, warum ein Spieler nicht spielt. Das sollte natürlich auch nicht sein.
Aber es gibt auch Fälle, wo ich ganz klar hingehend jetzt kommunizieren möchte. Auch in diesen Fällen, die ich gerade angesprochen habe, ist es sehr, sehr wichtig, weil sich dann junge Spieler relativ schnell wieder zurückversetzt fühlen, weil sie irgendwas falsch gemacht haben. Und das soll es nicht sein. Es geht einfach darum, Spielpraxis zu haben, die Spieler zu entwickeln, Spielminuten zu bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber ich spreche schon sehr, sehr gern mit meinen Spielern. Ich bin sehr, sehr kommunikativ, möchte sie auch einbinden, weil ich glaube, dass da auch viel Fachkompetenz bei dem einen oder anderen da ist. Und deswegen möchte ich auch wissen, wie es ihnen geht dabei. Aber ich werde mir nicht immer erklären, nein. Wie sprichst und kommunizierst du mit einem nicht mehr ganz jungen Burschen, der sich nach der Partie gegen Breiterblick vor die Kameras stellt und sagt, ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, dass ich ausgewechselt wurde? Ja, wir sprechen das ganz ruhig und normal an. Das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn ich da kurz noch ins Wort fallen darf. Also normalerweise klagen wir Journalisten ja immer, dass da immer die gleichen Antworten kommen, was zugegebenermaßen auch damit zu tun hat, dass die Fragen womöglich auch nicht immer die originellsten sind, aber dass sich jemand wie Djuricin, von dem ist natürlich die Rede, hinstellt und so einmal seinen Emotionen freien Lauf lässt. Das haben wir natürlich dankend aufgenommen, ist aber schon sehr untypisch in Zeiten wie diesen, oder? Das ist natürlich eine super Geschichte für euch und normal werden die Spieler auch in diese Richtung geschult, das nicht mehr zu machen, aber Djuricin ist halt sehr emotional, sehr ehrgeizig, der hat sich wahnsinnig geärgert über das Spiel, so wie wir alle. Natürlich geht das nicht, aber wir haben das ganz klar angesprochen, habe es ihm auch deutlich gesagt, dass es so in dieser Form nicht funktionieren kann, weil es ja, geht's ja nicht nur um den Trainer, sondern es geht um den Verein, um die Mannschaft und es kann sich kein Spieler da drüber stellen und das funktioniert einfach nicht. Grundsätzlich habe ich mit solchen Spielern überhaupt kein Problem, wir diskutieren das aus, man sieht es auch, da gibt es keine Probleme und ich finde es auch gut, wenn der Spieler mal Emotionen zeigt, weil ich sehe mich als Trainer verantwortlich dafür, Emotionen zu wecken in einem Spieler und dann beim ersten Mal soll es gleich wieder alles ersticken. Es muss natürlich im Rahmen bleiben, so geht es nicht, aber ich habe ganz gerne Spieler, die Emotionen zeigen. Zumal diese, um die dahinterstehende Frage vielleicht auch noch nachzuschießen, ja schon auch die Typen sind, die dann womöglich auch am Platz den Unterschied machen. Solche Trainertypen gibt es ja auch, die sagen, ich suche mir eher die schwierigen Charakter, ich brauche nicht nur Ministranten, weil die machen dann vielleicht das eine oder andere Problemchen, aber am Platz setzen sie sich durch. Ist das etwas, womit du etwas anfangen kannst? Ja, also wenn er nur außen laut ist und keine Leistung bringt, dann geht es natürlich nicht, aber man weiß schon, dass das ein Spieler ist, der mal den Unterschied ausmachen kann und deswegen kann man nicht bei jeder Kleinigkeit gleich reinfahren und Geldstrafe und irgendwelche Strafen aussprechen. Bin ja absolut kein Fan dafür. Man muss gewisse Dinge ansprechen, wieso, weshalb ist das passiert. Das haben wir getan, im guten Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass er sich jetzt komplett im Dienst der Mannschaft stellt. Und was für mich auch wichtig ist, dass Spieler werden nun mal ausgewechselt. Ich habe 5 Möglichkeiten, Spieler auszuwechseln. Und da geht es halt einfach nicht, dass jeder gleich immer beleidigt ist. Er muss nicht glücklich sein, wenn er ausgewechselt wird. Wäre wahrscheinlich auch schlecht. Wäre auch schlecht, habe ich nichts dagegen. Aber es muss alles in einem gewissen Rahmen bleiben. Und wir haben die Möglichkeit, 5-mal zu tauschen. Und deswegen ja, werde ich das auch immer wieder machen, ganz egal, welcher Spieler das ist. Patrick Wimmer ist weg, das haben wir schon angesprochen. Natürlich schmerzt es den Trainer, danach brauche ich wahrscheinlich nicht fragen. Aber ich nehme an, dass du auch das positive Signal erkennst, dass dieser Wechsel auch für andere junge Spieler ausgesendet hat. Nämlich, dass man die Austria sehr wohl als Sprungbrett nach wie vor benutzen kann. Ja, natürlich. Das hat ja Austria Wien in letzter Zeit oft bewiesen, dass der Spieler immer wieder in die deutsche Bundesliga kommen, ins Ausland gehen. Schmerzt natürlich sehr, weil das ein absoluter Topspieler gewesen wäre für uns, aber dem Verein hilft das weiter. Die finanzielle Lage ist nicht die beste, aber grundsätzlich kommen dahinter schon wieder neue Spieler. Wir haben junge Spieler verpflichtet, also ich sehe da keinen Grund, da jetzt in tiefe Trauer zu verfallen. Ich wünsche ihm alles Gute. Er ist ein super Typ, sehr guter Spieler und ich hoffe, dass er sich da durchsetzen wird. Ich mag dich zum Abschluss noch ganz kurz auf dein Privatleben ansprechen. Ich darf nur gleich erklärend erwähnen, ich habe dann euch gefragt, ob das okay ist. Also ich will da niemanden überrumpeln und verstehe natürlich auch völlig, wenn das auch Privatsache bleiben soll. Aber du machst ja daraus kein Geheimnis. Manfred Schmidt hat einen Sohn, der glaube ich den 30er gefeiert hat 30er vor kurzem. Und, der mit und ich einer, den 50er, mit ja, den 80er genau, gemeinsam gefeiert. Mit einer Behinderung auf die Welt gekommen und du sagst, glaube ich, ganz offen, also wenn ich bei meinem Buben bin, dann sehe ich wieder, dass egal wie schlecht es bei der Austria rennt, es wichtigere Sachen gibt. Er erdet dich, sagst du ganz offen. Ja, also in erster Linie muss ich sagen, es ist schon etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man immer wieder ein bisschen aus dem Fußballbereich, in dieser Branche, wo wir leben, in dieser Blase, wo wir leben, ein bisschen darüber hinaus sieht, weil es ja Menschen gibt, denen es weitaus schlechter geht. Also
Meinem Sohn geht es richtig gut, ich bin richtig stolz, wie er ist und wie er lebt. Er fiebert mit, kompletter Austria-Fan, da macht mir das Leben schwer, wenn wir nicht gewinnen. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann merke ich immer wieder, dass es noch wichtigere Dinge im Leben gibt und das Gefühl gibt er mir einfach und das macht mir einfach stolz, so wie er ist. Und ja, überhaupt kein Problem damit und noch einmal, es ist wichtig, auch für unsere jungen Spieler, die sie oft sehr, sehr unter Druck setzen, ihnen das aufzuzeigen, dass noch andere Situationen im Leben gibt, die es zu meistern gibt. Ich habe viele solche Dinge in meinem Leben erlebt, privat und auch sportlich, und die alle gemeistert. Und darum bin ich überzeugt, dass das auch kein Problem für mich wird jetzt. Ist er eigentlich noch Bayern-Fan, der Sohn? Oder hast du ihn dann zu Köln umpolen können? Jetzt wird es wahrscheinlich auch ein Interessenskonflikt. Es war beides. Er hat ja immer auf seinem Rollstuhl da diese FC Bayern-Logos drauf. Und dann in Köln haben sie ihm dann irgendwann einmal die FC Köln Logos geschenkt und ja, jetzt ist die Gefahr, er kennt den David Alaba sehr, sehr gut. Das war auch ein Grund, warum er Bayern-Fan war und Mehmet Scholl. Aber jetzt, glaube ich, könnte es in Richtung Real wieder gehen. Aber er ist absoluter Austria-Wien-Fan, da geht nichts drüber. Er war bei der Meisterfeier 2013 dabei, es war ein tolles Erlebnis für ihn und das kann ich ihm nicht nehmen. Nein. Also das Fundament ist stark genug. Das ist stark und er ist der größte Kritiker seines Papas. Manfred Schmidt, vielen Dank für den Besuch und für die offenen Worte. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.